Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen auch den Typ da im roten Rennanzug und seinem bläulich-weißen Bart. Der macht mir Angst, der kommt aus Atlantis. Weiß man das? Weißt du das? Ja, die in Atlantis hatten auch solche Tattoos. Sehr schön. Ich hoffe natürlich, dass die Aufnahme heute besser funktioniert, ja. Dass mir das Internet abgeschmiert, warum auch immer. Nintendo, ich sag's doch, die sabotieren uns. Wir haben unseren Teamspeak-Server mit. Genau. Das ist alles eine große Verschwörung der Triaden. Toll, jetzt fahren wir auch noch auf seiner Map. Geht gar nicht. Shit. Dein Vater! Deine Mutter, Alter! Nee, dein Vater. Vater. Steht doch da. Er ist auch noch neu. Es wird Zeit, dass wir ihn ins Minus drängen. Oh yeah. Da kenne ich mich besonders gut aus. Der GameGom ist online. Grüße geht raus, falls du das sehen solltest. Alter Splatoon, Homie. Ich wusste, dass ich einen Fehlstart hinlege. Was mache ich? Ich werde trotzdem auf dem Gas. Yay! So muss es. Aber mein Vater, dein Vater ist auch nicht viel weiter vor mir. Der Vater war Luigi. Ja. Ich habe schon gefühlt, dass er mit einem goldenen Mario und goldenen Kostüm antritt, aber. Goldenen Teilen, aber hat er nicht. Ja. Ja, hast voll die Kontrolle verloren gerade. Ja, irgendwie ich aber auch. Nimm jedes Geländer mit. Wie im echten Leben. Mhm. Da bist du nicht mehr Tony Hawk's Pro Skater. Ah. So. Ich glaube, ich habe deinen Vater gefressen. Sehr schön. Vater ist auch ziemlich weit hinten. Vater, Alter. Max, wie? Werbung witzig von Lieferheld.de. Deine Mutter statt bei Lieferheld.de. Wenn die Mutter die Tür aufmacht und Lieferheld halt ihr das Essen bringt. Viele finden diese Kampagne ja irgendwie komisch, aber ich feiere die total. Geh weg, du blauer Panzer, geh weg. Das ist ein blöder Bumerang, was bringt der mir? Das ist ein normaler Charakter. Wer? Wer ist ein normaler Charakter, Florian? Link. Ja, und jetzt? Kommst du jetzt auf Link? Ich wurde vom Blitz getroffen. Heureka. Und Baby Daisy war immer noch größer als Link. Okay. Ganz schön Link von dir. Was? Bettel ich mich gerade hier mit Link? Platz. Ach ja, an dem Tag, wo wir die Folge aufnehmen, Tag davor, ist Formel 1 Auftakt in Melbourne. Tag darauf, sag man mal so. Bin ich ja gespannt, wie das wird dieses Jahr. Bei was denn? Ich hab dich gerade nicht. Es ist jetzt Formel 1 Auftakt morgen. Ah! Mal schauen, ob ich um 6 Uhr morgen, nein, Entschuldigung, ist eine Zeitumstellung, um 5 Uhr morgen aufstehen werde. Ach stimmt, ist ja Zeitumstellung. Ja, eine Stunde und so ein Scheiß. Guck mal, vielleicht mache ich auch die Nacht durch. Heißt, ich darf jetzt noch 7 Stunden aufbleiben. Yeah. Mein Vater, dein Vater ist genauso wie du. 3 Punkte minus. Das ist am Anfang. Nur ich habe jetzt Plus bekommen. Ja, ich meinte, wie du am Anfang. Ich habe gar nicht gesehen. Ich bin, glaube ich, auf dem 4. gelandet. Wusste aber jetzt nicht, wie viele Punkte ich habe. Ist egal. Sobald da mal eine 5 vorne dran steht, weiß ich es. Ach du Kacke, siehst du die eine mit den blauen Haaren und roten Rennanzug? Die macht mir Angst. Die macht mir Angst. Ich habe gerade nichts verstanden. Ich habe nur verstanden, siehst du? Ja, siehst du die mit den blauen Haaren und den großen Augen im roten Rennanzug? Die macht mir Angst. Hören sie gerade an. Ja. Solche Augen hätte ich gerne in meinem Wandregal stehen. Warum das denn? Naja, weil ich schon grüne habe, braune, aber solche blau noch nicht. Da fällt mir gerade was ein, ich wollte dich sowieso was fragen. Ja, was denn? Du sagst doch zur Verabschiedung immer Grüßeli oder sowas. Servus um Vierti. Ja, das klingt immer so irgendwas mit Furzen. Was bedeutet, was sagst du da? Ja, Servus um Vierti heißt beides im Bayerischen sowas wie Tschüss. Scheiße, mein französisches Pendant ist mit auf der Strecke. Oh, wie? Warum wunderst du dich über Servus um Vierti? Du
Das ist halt. Das klingt wie Fürze. Ja. Weißt du, was ich da wirklich sage? Ah. Wiedersehen, ihr Pfurzgesichter. Ah. Da, ich bin jetzt mal ein bisschen haarig unterwegs. Oh, hast du den Char gewechselt? Nein, ich bin nackt. Geil. Nimm das. Nein, wie hast du meinen roten Panzer abgewehrt? Der hat kein Item gehabt zum Abwehren und mein roter Panzer zerschellt einfach hinter ihm. Gelutscht. Immer diese Briten. Online. Online Racing ist Betrug. Hätte Erster sein können, aber nein. Ah, oh Gott, ich habe auf Motorrad gewechselt. Das bereue ich gerade. Drehen. Je nachdem, was du für Motorrad hast. Ja, ich kann es nicht verstehen. Was hast du denn für ein Motorrad? Das kann doch nicht wahr sein. Welches Bike hast du denn? Das mit den zwei Reifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das eine mit den zwei Reifen. Das eine mit den zwei Reifen habe ich. Wahnsinn. Ich war gerade auf einer Plattform, die sich abgesenkt hat. Das war erhebend. Dritten Platz. Schau mal, es sind noch eineinhalb Runden zu viel zu fahren. Ich halte meinen 12. Platz momentan. Sehr schön. Wenn du ihn halten kannst, dann bist du wenigstens sehr schlecht geblieben. Guck, dass ich wenigstens deinen Vater überhole. Sehr gut, mach das. Nein, da kommt ein Kugel, Willi. Geh weg. Roter Panzer, geh auch weg. So, Erster. Nein. Wie kann das sein? Schießt ihm im Panzer ab und in der nächsten Kurve überholt ihn nicht wieder. Voll der Betrug hier. Online-Gaming halt. Ja. Warum mich da drei Leute in einer Kurve? Wo sind wir denn hier? Bei Mario Kart oder was? Bei Mario Kart 8 Deluxe. Für die Switch. Gut, das ist das einzige Mario Kart, was für die Switch gerade gibt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ja. Ja, wer weiß. Weil wenn die Aufnahme rauskommt, dann könnte schon E3 oder so ein Quatsch sein. Deswegen, ja, ich bin Zweiter. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich bin Zweiter. Und ich wäre dafür, dass du in Zukunft wieder aufnimmst, weil irgendwie wird das bei mir nicht so hinhauen. Wir wollen euch ja Folgen mit Qualität bieten. Dauernd jede Folge mit Verbindungsabbruch. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt das zweite Rennen? Dritte ist es, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es ist das dritte. Also rein von der Timeline, von der Spielaufnahme ist es die dritte.
Nein! Den Rand, oh, ein Stern. Was denn? Welcher von den zwei Affen bist du? Der letzte oder vorletzte? Der letzte. So ein Affentheater, hey. Aber echt, es ist der reinste Planet Affen. Ja. Wie viele Geister kriege ich denn eigentlich jetzt im Moment? Schlimm. Das ist Kaspar, der freundliche Geist, ist gerade neidisch. Hast du gerade Kasperle beleidigt? Kaspar, den freundlichen Geist. Kannst du nur. Warum nicht? So viele Geister, wie ich gerade kriege? Nein! Was? Ich war Kugelwilli und in dem Moment, als dieser blöde Stein da runterkam, hat die Verwandlung aufgehört. Geschieht dir recht. Gebt ja gleich, geschieht dir recht. Schon. Schon. Das darf nicht wahr sein. Was denn? Alter, wird da runtergefallen, ist nicht wieder letzter. Ich bin Zweiter. Okay, Erster. Erster! Yes! Dun, 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 dun. Nimm das! Welcher von den drei Affen bist du? Wenigstens 10er, gerade noch überholt. Puh. Das sind 4 Donkey Kongs, ich bin verwirrt. Ich bin höchstgradig verwirrt. Tatsächlich 4 Donkeys. Ja, vor allem die waren alle so mit einem Platz Abstand hintereinander irgendwie. Oder halt immer mit einem Fahrer irgendwie dazwischen, das ist ganz gut. So, letztes Rennen für die Folge. Yay! Oder nein, oh. Ja, wie bei mir, der vor mir links, rechts. Oh, ich trage ja die Krone. Nein! Schon. Akzeptiere ich nicht. Dann streng dich mal an fürs letzte Rennen. Okay, ich gebe mein Bestes. Ja. Warte, ich muss auch noch wählen. Nein, kann ich nicht mehr. Oh. Dammt. Schweigend gehst du unter. Dun, dun, dun. Dam, dam, da. 3, 2, 1. Los geht's. Ich hoffe natürlich, dass die Internetverbindung jetzt nochmal hält. Seht ihr die nächsten Folgen wieder aus Florians Sicht, wenn das nix ist? Max Sushi. Wo? Was? Wo? Was? Was laberst du von Sushi? Ich hab gesagt Delfine, yay! Und ich mag halt Sushi. So. Ah, Pottwalfangen ist doch verboten. Egal, wir brauchen geile Quoten. Pottwalfangen! Denkst du eigentlich, dass noch ein Zelda rauskommt für die Switch? Bestimmt. Am Ende hin, der Switch könnte eventuell noch was rauskommen. Oder eventuell zumindest nochmal ein Remake von Skyward Sword oder so. Das erwarten ja viele. Ja, irgendwas wird nicht in die Richtung schon noch kommen. Aber ich denke schon, dass die Switch noch ein eigenes kriegt. Ja. Weil immerhin war Zelda ja ein... war Zelda einer der Launch-Titel gewesen? Ja. Ja, ich meine schon. Das war der Launch-Titel. Da ist ja eigentlich genug Zeit, um noch ein Spiel rauszubringen. Ich meine, eventuell, ja. Die GameCube hatte ja auch zwei. Nein, doch, die hatte zwei. Ja, stimmt. Wind Waker und Twilight Princess. Ja. Weil gleichzeitig auch auf der Wii Twilight Princess rauskam. Genauso wie auf der Switch und der Wii U auch Breath of the Wild kam. Ah, stimmt. Deswegen kann. Aber ich denke schon, auf der Wii ist kein Zelda mehr rausgekommen, glaube ich. Also kein Hauptspiel mehr. Auf der Wii U selber. Obwohl. Nee, doch für die Wii kam nochmal Skyward Sword, stimmt. Aber für die Wii U? Weiß ich es gar nicht. Gut, die Wii U habe ich selber auch erst ein halbes Jahr bevor die Switch rauskam gekauft, deswegen. Weil da kamen ja zumindest 2 Remakes. Und zwar. Ja. Twilight Princess. Und Wind Waker. Da kam dann Hauptspiel raus? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Mir jetzt jedenfalls nicht einfallen. Ja, auch nicht, deswegen.
Dafür haben sie dann eben nochmal Breath of the Wild in einer abgespeckten Version bekommen. Was heißt abgespeckt? Da gab es noch einen Ableger von Zelda. Das Crossbow Training. Ja, ja. Deswegen kam ja auf der Wii, glaube ich, sonst keins mehr. Also kein Hauptspiel. Aber es kam jetzt Wii-Klapp 2. Das Zelda Hyrule Warriors. Kommt jetzt drauf an, ob man das dazu zählt oder nicht. Nein, das ist eher ein Spin-off. Hat ja so mit der Hauptreihe nichts zu tun. Ich meine wirklich die Hauptspiele, wo es darum geht, Zelda zu befreien und nicht hier. Ich glaube nicht mit Ganon und Link zusammen durch, um Midna zu retten oder so ein Quatsch. Aber ich bin echt gespannt, was Nintendo so in den nächsten drei... Ja genau, ich krieg drei rote Panzer, was kommt von Scheißgeist, deine Mutter, Alter. Oder ein vierter. Aber ich bin echt gespannt, was Nintendo da raushaut, die nächsten Jahre. Florian, sag mir nicht, du bist der letzte Affe. Nein, bist du nicht. Sehr schön. Wo ist der Florian schon wieder? Sag mir jetzt nicht, das Internet spackt dann wieder. Nein, ich bin wieder da. Du warst weg. Also ich war nie weg. Ja, ja, genau. Ich war immer in Geruchsnähe. Sehr schön. Aber das war's auch für die heutige Folge, bevor der Florian wieder hier anfängt rumzuschnuppern. Oh, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, cool. Wenn nicht, euer Problem, Alter. Bis dann. Servus und Pfiat zur nächsten Folge.